Ich bin Jörg Buschka und Sie sehen Buschka entdeckt Deutschland. Ich entdecke für Sie Menschen und ihre Geschichten ganz ohne Drehplan. Es gibt natürlich Entertainment. Bleiben Sie dran! 2007. Yeah. Buschka entdeckt. Yeah. Buschka entdeckt Deutschland, live und direkt. Alles drin, alles da, was hält sich heute versteckt. Geschichten des Lebens, gleich vor deiner Haustür. Das Leben liegt draußen, aufstehen und raus hier. Wieder ein Tor ins Paradies. Ich lade Sie ein, mich für einen Moment zu begleiten. Komm, wer ist denn der beste Fußballer unter euch? Alle. Das ist doch einer. Jonas! Das ist der beste. Jonas! Jonas! Wer ist denn der beste Jonas? Jonas! Ja, du bist jetzt. Na, mit dem Schuh geht das nicht. Oh! Guck mal hier, Jonas! Ich weiß auch mal was, Hanzo. Guck mal hier. Ja, erstmal. Ich kann es gar nicht, gar nicht. Du gehst doch irgendwo verstanden, Mann. Das geht doch nicht. So, was spielst du? Du bist nicht im Tor. Nee. Libero. Stürmer. Oh, Stürmer. Mittelfeld. Ja, man alles aufräumen. Was spielst du für eine Position? Mittelfeld. Oh, das ist unser Kapitän, ja. Also, das heißt, du gibst quasi den Ball dann an Schwani weiter oder an Schneider und dann schießt du ihn im Tor. Ja, so müsste es kommen. Willst du gar nicht in die Bundesliga? Ja, gar nicht weiter, gib mir ja Triple Trevor. Ich gehe dann selber. Ja, wer hat Lust von euch ein bisschen was über Eisenach zu erzählen? Wie ist euer Leben in Eisenach? Was ist da toller an Eisenach? Ja, also Eisenach ist eigentlich eine schöne Stadt, ist ziemlich idyllisch, ruhig. Man kann hier gut leben. Für die Jugend ist vielleicht ein bisschen langweilig, weil hier ist halt ziemlich viel Kulturelles. Wartburg, Burschaftsdenkmal, Zelt. Für die Jugend eher nicht so passend, weil wir wollen halt eher weggehen. Aber ist halt knapp hier, also es gibt nicht so viele Sachen, wo man hier hingehen kann. Naja, für die Jugend müssen wir sehen. Dadurch kann man natürlich auch nur zu bestimmten Events Mädchen kennenlernen oder ist halt schwierig. Was ist hier die Top-Location, wo ihr sagt, so hier wird schon der also, Pfad der Liebe gezeichnet? Ja, die meisten gehen hier ins Met. Das ist hier am Rand von Eisenach und das ist eine große Diskothek. Haben das wir ist auf der Hinfahrt richtig, gesehen. Genau. Das ist die Eisenach Arena, die wurde letztens auch erst gebaut. Und daneben ist noch so eine kleine Bar, da werden auch ab und zu kleine Konzerte gegeben und das ist eigentlich jetzt so der Kreis, wo sich die meisten dann eigentlich am Wochenende bewegen. Ja. Wie möchte denn die junge Eisenacher Dame angesprochen werden? Deine Erfahrung? Am liebsten, man muss zuhören, ja, man muss echt mit ihnen reden, man muss echt zuhören einfach. Das ist einfach, sie wollen, dass man mit ihnen gut weggeht. Die wollen auch meistens auch schön Action dabei haben. Hauptsache auch noch Spaß. Auch noch Action, aber Spaß gleichzeitig. Dadurch, ja. Ja. Richtig, ja. Dass man über den Tag irgendwie was Schönes macht und abends dann auch schön weggeht. Also das ist dann schon passend. Ja. Möchtest du an deine Flame of Love einen Appell richten? Einen Gruß an deinen Schatz direkt in die Kamera? Momentan gibt es keine Flavor. Ach so, dann gibt es leider, vielleicht eine Dame deines Herzens, die du ansprechen möchtest, die allerdings dann auch erst in 2 Monaten oder so. Oder ich weiß nicht. Da muss ich jetzt ganz tief graben. Oder möchtest du irgendjemanden grüßen? Irgendeinen Appell. Jetzt ist die Möglichkeit. Okay, ich grüße das ganze Elisabeth-Gymnasium und natürlich den FC Wartburgstadt, ja, weil das ist der geilste Verein der Welt. So, Bonus, jetzt kriegen wir noch ein fantastische Tricks gezeigt. Was ist das jetzt hier? Doppelter Rittberger? Was machst du jetzt? Ach, keine Ahnung. Nee, zu viel Druck durch die Zuschauer. Ja. Das ist die europäische Elite. Unsere Zuschauer sind die besten Zuschauer der Welt. Das heißt, sie werden auch verzeihen, wenn es beim ersten Mal nicht klappt. Okay. Das wird einfach rausgeschnitten. Okay.
Heiz doch mal deinen Kollegen ein bisschen an. Das Gefühl der Harmonie muss sich hier sofort etablieren. Jetzt, hier, guck mal! La la la, ole ole, Eisenach, ole. Was singt man da bei euch? Oh, ne. Wie? Da drin nicht. Die F, wie heißt die? FCW, FC Wartburgstadt. Sing doch mal bitte. Das kann ich den Zuschauern nicht zumuten. Ach Mann. FC Wartburg, la la la. So geht die so? Ja, fast. Nur mal ansingen, ne? Ich kann es weiter singen. Nee, ich will nicht mehr machen jetzt. Okay. Dankeschön. Eine kurze Werbeunterbrechung. Ey, du hast ja ein neues T-Shirt mit deinem Namen drauf. Bestellen Sie jetzt das neue, fantastische Buschkern Deck Deutschland T-Shirt auf unserem Internet. Komm, machen wir mal den richtigen Werbespot. Und ab. Eine kurze Werbeunterbrechung. Boah, geil, neues T-Shirt mit deinem Namen drauf. Bestellen Sie jetzt das sensationelle Buschka Entdeckt Deutschland T-Shirt exklusiv von der Firma Blaubau über unseren Shop auf buschka-entdeckt.de. So, extra für die Maria, weil die nämlich gesagt hat, das hört man nicht, sieht man nicht vor der Kamera. Also sage ich jetzt mal das, was sonst immer weggeschnitten wird. Du Jan, komm doch mal auf. So, jetzt. Achso. Weil ich bin doch nicht. Nein, aber noch nicht den Plus zeigen. Ach so. Oh nein! Mach. Jan, komm doch mal auf mich drauf. So, das sage ich immer, dann kommt er aus dem Neutralen. Das war es eigentlich schon. Jetzt zeigen wir Ihnen, lieber verehrter Zuschauer, ein paar Bilder aus der neuen Trash-Kinderserie Drei Nüsse und Hasenköttel. Es muss auch die Melodie verfremdet werden. Er hat eine St. Pauli-Mütze. Aber der Moderator ist es nicht. Ihm rutscht manchmal die Jeanshose runter. Aber der Reporter ist es nicht. Es ist Prinz Buschkasius. Jetzt aber diese Hasenköttel zu finden, ist ein bisschen schwierig. Guck mal. Ja, dann habe ich eigentlich schon mal einen Hund gespielt, der buddelt. Geht darum, neue Zuschauer, neue Zielgruppen zu kriegen. Es gibt Leute, die so Jackass und so sehr gerne gucken. Ich hatte eigentlich auch Lust, vorher mehrere Gallonen Milch zu trinken und die dann auszukotzen, aber ich mache jetzt was noch Tolles. Such, Jörg, such. Schöne Grüße an Konstantin Becker. Wir wollten nämlich letztes Jahr ein Filmprojekt zusammen machen, das hat leider nicht geklappt. Und ich habe mir einige Konzerte von ihm angeschaut. Ich könnte mir vorstellen, dass er hier mit seinem Flügel am Flussufer steht und dieses Lied singt, am Flussufer. Ich weiß leider nicht genau, was das Lied heißt, weil die CDs habe ich nicht, war bei den Konzerten. Aber das hört sich irgendwie an wie am Flussufer stehen. Doof, das ist Gegenlicht. Ja, aber jetzt ist es zaubert, das Licht malt. Jetzt könnten wir das Piano hier gebrauchen. Schön inszeniert. Ich war auch schon mal auf einem Hannes Wader Konzert. Das sind die alten Liedermacher, die das können. Was ist das denn mal für eine Musik? Weißt du es? Kommen immer durcheinander. Ist das Emanuel oder Bilitis? Das ist so, das Licht kommt so warm auf die Haut, so ein bisschen geknuspert. Jetzt müssen wir einmal zeigen, wie der Jan lacht. Da freut er sich ein bisschen die Zärtlichkeit. Jetzt ist er ernst! Warte mal einmal schnell ein bisschen mal. Ja, genau. Ich muss lachen, weil du was an der Nase hast. Wahrscheinlich habe ich das auch. Ja, genau. Oh. Zeig's doch schön. Wie? Ich glaube, es war Apfel. Wie? Vom Apfel? Ja.
irgendwie habe ich gerade noch ein bisschen Braunkohlegeruch in der Nase. Wir heizen viele mit Kohle. Ich war ja auf Klassenfahrt in der DDR, das habe ich schon erzählt, um die Leute nicht langweilen, 1987. Und da sind wir nach Eisenach gefahren und es roch dermaßen nach Kohle hier in den Straßen, dass es echt der Hammer war. Und so ein kleines bisschen Kohle meine ich jetzt noch zu erschnüffeln. Ganz, ganz minimal. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und einen geruhsamen Dreh. Michael aus Löhneberger. Blicken ja auch überall hinter die Kulissen. Gucken Sie mal da, das ist alles noch echt. Das sind alles irgendwann abgerissen in den Zäunen. Das ist nicht in Chrom. Das kann man nicht abspritzen und so sauber machen, dass jeder Gedanke dahinter und darauf vertilgt wird und nur noch das Produkt in den Vordergrund gestellt ist. Es ist nicht berechenbar. Der Zaun ist nicht berechenbar. La 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 la. Komm unter meine Decke. Vitis Bettwäsche-Express. Das ist auch wieder so ein Betonrelikt. Was ist das hier? Was ist das? Ein Betonrelikt. Volkseigener Betrieb. Gefährlicher Rostfraß auch an ihrer Hand. Gefährlicher Rostfraß auch an ihrer Hand. Schönes Auto entdeckt, das steht hier an einem Parkplatz. Ich dachte, Mensch, was ist das denn für ein schönes Gefährt? Und das ist der Halter des Gefährts. Ja, Herr Gundlach, schönen guten Tag. Also, ich brauche jetzt einmal Begrüßung. Alles klar. Ja, das ist ein russisches Automobil, wollte ich schon sagen, Automobil, russisch, ne? Baujahr 68. Das ist eine amerikanische Ford-Lizenz, dieses Auto. In dieser Bauform wurde er gebaut von 1956 ungefähr, ich will mich jetzt nicht aufs Jahr genau festlegen, bis 71, 72, ehe dann der Nachfolger mit einer eckigeren Karosse rauskam. Mhm. Und da gab es verschiedene, ein bisschen wie beim Wartburg. Beim Wartburg gab es ja auch lange diese selbe Form. Die so ein bisschen aussah wie der Trabi, sag ich jetzt mal. Die waren sich jetzt nicht so völlig unterschiedlich. Na doch, oder? Das schon, will ich um Himmels Willen, nicht Wartburg und Brabant nicht vergleichen, bis auf den scheiß Zweitaktmotor, wie man so sagt. Habe ich jetzt was ganz Böses gemacht, aber bewusst so eine kleine Frage. Kann man natürlich vergleichen. Nachdem Eisenach 6-Zylinder-BMW-Autos gebaut hat, in Eisenach wurden sämtliche BMW-Autos gebaut. Von Anfang erst bis 45. Erst 45 hat der BMW angefangen mit Autos bauen. So, jedenfalls zurück zu diesem Auto. Also Sie meinen Wartburg? Ja, im Wartburg, hier in Eisenach, im Automobilwerk Eisenach. Früher Eisenacher Fahrzeugfabrik, dann Dixie. Dann BMW, dann EMW und dann AWE, Automobilwerk Eisenach. VWB zuletzt dann. Ja, jedenfalls das russische Auto war das Straßenbild Berlin und hat das geprägt in den Großstädten. Behördenfahrzeug fürs Gesundheitswesen. Ende der 60er, Anfang der 60er. Taxi, so 60 noch bis weit
also auch noch bis in die 70er rein war das hier zu sehen, auf den Straßen. Und schon repräsentatives Fahrzeug, 2,5 Liter mit ca. 80 PS und naja, so 130 Hertz. Das Auto, was Sie hier sehen, ist Exportausführung durch den überhäuften Chrom, bisschen diese Chromleisten, die auf den vorderen und hinteren Kotflügeln aufgesetzt sind, so in Art, wie in Amerika, diese Heckflossen. Mhm. Heckflossenform sind die so ein bisschen, diese Leisten, die da aufgesetzt sind. Bisschen Chevron, die... Ja, deswegen, es ist ja auch eine amerikanische Ford-Lizenz. Mhm. Und wie gesagt, das Auto, wo das auf den Markt kam, der Grill hat sich etliche Mal geändert. Der erste war ein, so wie häufig mal so quer, die Chromstangen mit einem roten, großen Stern. Mhm. Ja, russisch, klar, großer Stern. Und das wurde dann abgelöst. Auch in so ein, mit so Längsrippen einen Grill, der eben aber breiter war. Und da waren anfangs noch bis in die Anfang der 60er Jahre geschwungene Stoßstangen mit Hörner, richtig geschwungen, Stoßhörner drin. Mhm. Und das wurde dann eben alles ein bisschen der Zeit angepasst. Und so ist das Auto ungefähr in dieser Bauform, von auch nicht aufs Baujahr bitte festlegen jetzt, von 63 an, kann man, oder Anfang der 60er Jahre, 62, 63, bis zum Ende 71, 72 so gebaut worden ist, in dieser Form, wie er hier steht. Also das heißt, in der DDR fuhr man auch neben Wartburg und Trabi, wie ist es ausgesprochen, Skoda, ne? Ja, Skoda, Skoda, Saparosch, Dacia. Was Dacia kenne ich auch noch. Ja, ist Renault im Prinzip, ne, fallen sie jetzt runter, aber... Aber halt dann auch russische Fahrzeuge, Lada auch. Oder? Ja, ja, oder Polski Fiat. Das war ja. Ah ja. Polski Fiat hatte ich bis zur Wende bis 91 einen Polski Fiat 125P. Mhm. Der war Baujahr 73. Und den habe ich bis 91 gefahren, haben ein, zwei Jahre vor der Wende nochmal komplett neu beblecht. Und die Maschine war noch die erste, die lief wunderbar. Das Auto habe ich dann, da war ein anderer Schaden dran, habe ich das Auto dann an eine junge Dame, die so ein Auto erst 3 Jahre hatte, für 100 D-Mark, wo die gerade kam, weiterverkauft. Die hat nur den Motor rausgenommen, ist noch 5 Jahre glücklich mit diesem Motor gefahren, von 1973, und alles andere frisch beblecht auf dem Sport, hat mir leid wehgetan, aber es war wirklich ein Schaden damals, der nicht mehr reparabel war an der Vorderachse, und ich hätte eine neue Achse kurzfristig, Vorderachse und der Umbau und das alles, und ich brauchte das Auto dann auch geschäftlich mittlerweile, und da war das nicht mehr möglich. Ja, da musste ich mir dann ein neues Fahrzeug leasen hier. Ne? Ja, trotzdem aber, ich bin hier groß geworden in der Gegend. Mein Großvater war schon 1889 hier in Eisenach sächsisch großherzoglicher Hoflieferant. Aha. Ja. Und dadurch ist das Ganze ein bisschen, ich bin hier in der Nachbarschaft von einem Busbetrieb, privaten Busbetrieb hier in Eisenach groß geworden, als Kind schon. Da ein bisschen mitgemacht immer und habe dann auch diese Autos dort kennengelernt. EMW 340 als Sechszylinder, hatten das Firmenauto. Dann den Volga, und da war das immer im Hinterkopf irgendwie. Ne? Und die basteln auch selber so ein bisschen. Ja, haben sie ja eben schon. Ja, erzählt. Vor allem die Söhne jetzt. Ich kann nicht mehr mitdrücken. Ja. Geht nicht mehr so. Ne? Die haben die ganze Technik, Bremsen, alles neu gemacht an diesem Auto. Haben Sie auch eine Werkstatt hier? Und nee, da haben wir einen Freund. Einen Freund, wo wir gemeinsam schrauben. Vor allem die Söhne schrauben. Ne? Die Söhne fahren noch Wartburg 311 und noch so ein EMW 340. Hm. Der große Sohn baut jetzt noch ein BMW. 319 Limousine von 1935 neu auf. Naja, so ein bisschen das sind so Zuckerstückchen. Halten. So Perlen. Ja. Wenn ich noch mal ganz kurz mal ein bisschen was aufmachen darf hier. Ja. Sag mal, Schlüssel. Ja, das passt. Also, sonst habe ich eine meiste in der Garage stehen, aber heute ist schönes Wetter. Und da ich heute auch noch Geburtstag habe, habe ich gedacht, heute fährst du mit diesem Auto sogar mal einkaufen. Oh, ich darf von Buschkant Deck Deutschland ganz recht herzlich gratulieren. Dankeschön. Im Namen der Zuschauer auch. Ja, und wie ist es? Wie zu Hause auf Omas Sofa, wa? Mensch, das ist, hat für mich jetzt auch was von einem amerikanischen Film. Ja, doch. Radio geht auch, allerdings mit Röhren, das dauert eben, bis es alles. Ne? Das ist ja alles hier russische. Ja, ja, das ist original. Kyrillische Schrift, ist das kyrillische Schrift? Ja, also Innenausstattung ist wirklich alles noch original vom Himmel. Das Einzige, was hier neu ist,
ist dieser Sitzbezugstoff. Mhm. Und den habe ich original in Russland gekauft. Da war ich mit dem Zug in Murmansk im Kaufhaus. Mhm. Und ich war Magier, Murmansk. Gleich neben dem Bahnhof. Und da haben wir so ein Paket Stoff gekauft. So russischen Kopelangen, so war Divanstoff, ja. Aber alles original. Das hat bis auf diesen Stoff. Ist allerdings russisch, aber es war so grau-schwarz karierter Stoff drin hier. Und der Sitz war hier ein bisschen durch und da haben wir das eben und haben das dann neu gemacht gleich wieder. Wobei das Kunstleder hier oben, das ist in dem Keder hier, das ist alles noch original alt geblieben. Wir haben wirklich nur hier diesen Sitzstoff reingesetzt und neu abgesteppt hier. Ne? So, ne? Und das, aber dieses, darum, ich sag mal, dieses, ne? Grüne, das ist nicht, ist das auch noch original? Das ist original hier. Gut, das ist jetzt eine neue, aber so ist es original. Das ist aber original neu. In der Farbe auch? Ja, ja. Gab es auch noch blaue, hier blau gefärbte hier Kuppeln. Das ist, wo man sagen, diese Lenkräder und diese Kuppeln, das ist ein bisschen Schwachpunkt, UV-Strahlung. Sonne, das sehen Sie hier, das löst sich irgendwann so langsam ein bisschen auf. Viel kriegt man nicht drauf bei diesen zwei, drei Wellenbereichen. Aber sehen Sie hier noch alles original, kyrillische Schrift hier. Ne? Aber das dauert noch ein bisschen, bis der sich einstellt. Ja, das ist hier mit so Hacker Römer. Da muss ich erst aufheizen. Man soll es auch nur mit laufendem Motor, damit die Batterie nicht alle wird. Ne? Er zieht viel Strom. Riecht man sogar Stimme Russlands hier drauf. Also original russisch hier. Jetzt ist es ein bisschen ungünstig hier. Handbremse ist hier unten. Sehen Sie? Lösen. Könnten wir mit Ihnen denn mal eine kleine Spritztour machen? Ja, nicht viel. Ja, ich muss noch. Nur so ein bisschen. Ich fertig machen hier. Ich muss noch nach Lübz raus heute und fliege dann nämlich schon Geburtstag gestern nachher um 3:30. Oh, okay. Ein Liter Verbrauch ungefähr. Mhm. Das geht noch. Der EMB braucht ein bisschen mehr. Bombiger Öldruck und hat original 84.332 Kilometer gelaufen seit 1968. Das ist halt weniger. Das ist der Original-Tacho, der war nie kaputt. Mhm. Weniger als mein VW. Das war ein Golf 2er. Naja. Haben wir jetzt hier. Nebenstraße mal ein bisschen Gas geben kann. Hier der Hirsch. Das ist ja das Stadtwappen von Gorki. Jetzt heißt es ja wieder Nischni Nowgorod. Автомобильный завод Gorki. Gorki. Und jetzt wieder Nischni Nowgorod hier. Sie können auch Russisch. Ja, nicht mehr so richtig, aber wenn ich mich jetzt mal. Der pumpt schön, ne? Boah. Befassen würde, ging es wieder. Ich habe schließlich 6 Jahre Russisch in der Schule gehabt. Also lesen und schreiben, das geht so. Bloß wenn man sagen, die Vokabeln weiß ich jetzt nicht mehr alle und die Grammatik nicht mehr so. Er macht schon mal sehr ordentlich hier. Ja. Aus dem Weg! Ich höre schon so russische Musik jetzt im Kopf dabei. La 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 la. Ja, wir fahren durch heiße Nacht. La 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 la. Wir haben ja früher zu DDR-Zeiten immer gesagt, teure Freunde. Warum? Naja, weil die eben da hier eben alle, ich will es nicht so sagen, aber ausgebeutet haben. Wir mussten ja nur für den verlorenen Krieg mächtig bluten und da wurde ja nun viel lange Reparation und wurde überall, die hatten ihre Aktiengesellschaften, die Wismut, alles ausgezogen hier und nicht für bezahlt hier. Ne? Das ist das. Wobei selber russische Bevölkerung, ich war die letzten Jahre mit der transsibirischen Eisenbahn quer durch Russland bis nach China, über den Baikalsee, mit dem Zug in Murmansk. Wie Klaus Bettnarz quasi. Schöne Grüße an Klaus Bettnarz. Ja, wunderbar, wunderbar, kann ich nur sagen. Und jetzt quer durch Usbekistan, vor einem guten Jahr, vor anderthalb Jahren Usbekistan, durch die Wüste gefahren. Also schon Usbekistan, sagen sie alle. Das ist ja viele. Richtig gearmt, oder man muss, also das ist, also das gibt einen auch was. Als wenn man sich da irgendwo, na ja, gut, Mallorca ist ja nicht mehr das, was war, aber da irgendwo Spanien, Mallorca, dahin, braun dreht und das ist irgendwann vorbei. Und dann
Sie kommen auch mit der Bevölkerung da wahrscheinlich auch in Kontakt, um mal ins Gespräch. Ja, gelegentlich. Also dann waren wir Ukraine mit dem Schiff. Na gut, das waren auch sind Gruppen, kleine Gruppenreisen. Ne? Die Leute gucken schon alle hier. Gruppenreisen sind das Kleine. Gruppenreisen, so je nachdem. Usbekistan waren wir nur 7 Personen in unserer Gruppe, wo wir durch die Wüste gefahren sind. Samarkand, Buhara, Taschkent, Chiba, die älteste Stadt hier. Das ist wunderschön. Das geht ja dann schon. Wir haben uns dort original in der Jurte übernachtet, auch in der Wüste. Also ich wollte sagen, Mongolei. Das geht ja, das ist wir ja in so einem Salzsee, leicht salzigen See, frühs baden gegangen, haben dort gleich gegrillten Fisch am Ufer gegessen. Also es ist schon ein Erlebnis da. Erholsam, sieht was, lernt was und kann ich jedem empfehlen. Dann geht es doch nach Kirgisistan? Ja, das alles nebenan. Das sind nur die Probleme. Die einen haben das Wasser, die anderen haben das Öl und das Gas. Der Aralsee, der trocknet aus durch die Baumwolle. Und nach Kirgisistan kommt doch die Mongolei, dann ist die Taklamakan. Ja, Mongolei ist ein Stückchen hin noch hier. Ein bisschen östlicher, aber dann sind wir dann bald schon. Kasachstan kommt noch der große Brocken davor. Mhm. Kasachstan. Also wir waren beiden an allen Grenzen sozusagen. Dort ist ja Iran, Afghanistan alles nur Ballwurf weg, kann man so sagen. Ne? Das ist ja Osten. Ja, oder was auch Ukraine ist sehr schön hier. Jalta und die ganze hier Krim, wo die Tataren waren. Da gibt es ja auch noch den letzten Palast vom letzten. Er grüßt! Sultan oder Scheich oder was? Naja. Aber dann waren Sie in der Taiga, waren Sie dann auch so? Nee, da waren wir noch nicht. Also ich habe noch einen Freund, der hat auch eine russische Frau oder Freundin, jetzt weiß ich nicht so genau. Der fährt auch so ein Auto und das ist auch beruflich. Also der war schon in Sibirien im Winter mit Schlittenfahren und also ist, und die haben ja dort auch wirklich auch mitten dort in den Wald rein modern reingebaut, hier Hotel alles, also mit allen Service, was es noch gibt. Wobei, ich meine, das ist nicht, oh, hier Spottpreis, kann man gar nicht hingucken. Ist eigentlich schlecht hier. Und also das ist das, was eigentlich nicht so. Ich meine, gut, man ist froh, wenn man dann ein schönes Hotel hat, aber so ein Hotelurlaub da und nur das bringt es eigentlich nicht. Das sollte es nicht sein. Wenn man, also man sollte das schon sehen, auch wenn es eine Reisegruppe ist, eine Rundreise zu machen, wo ein bisschen Land und Leute und Geschichte ein bisschen lernt hier und sieht. Ja, klar, das ist ja das Spannende, dass man da nicht nur was vorgegaukelt kriegt an der Oberfläche, um das Zeug, irgendwie als, als Kunde gemolken zu werden. Also wir haben ja viel gerade Usbekistan über den Islam und diesen ganzen Medresen, wie die heißen, diese Koranschulen, Riesendinger, alt, die ältesten der Welt da hier. Das ist fantastisch. Also. Die haben ja selber Angst dort, dass sie unterwandert werden von extremistischen Moslems, von irgendwo anders her. Deswegen, die haben mitten in den Wüsten Kontrollen und was nicht alles, also von einer Kontrolle und die andere. Gerade bis zum Kaiser sind da alle ausgestiegen, dann verschwunden nur 4. Sehen Sie, und hier haben wir die deutsch-sowjetische Freundschaft. Können Sie da so ein Freundschaftslied singen? Da können Sie auch mal anstimmen. Nö, kann ich nicht. So spontan bin ich nur wieder nicht. Meine Frau hat in Russland auf dem Schiff, in der Ukraine, auf dem Schnepper, wo es so ging, mal Lietzings Rennsteiglied gesungen. Ja. Ich wandere ja so gerne. Haben aber auch viele dort gekannt, viele Russen. Also es gab schon natürlich auch viele Freundschaften. Ja, zwischen Russen und Deutschen. Ja, doch. Also die sind auch sehr freundlich. So, sehen Sie, hier arbeitet meine Frau. Wollen wir die kurz mal überraschen in der Apotheke? Die Stadtapotheke, das ist die Dr. Kleist Apotheke, wo der Fulton Smith Dr. Kleist gedreht hat. Ah. Und der Plade, die Christina Plade und der Pleitgen, da kommt meine Frau schon hier. Guten Tag. Herzlich willkommen zu Buschka entdeckt Deutschland. Was? Buschka entdeckt Deutschland. Ja. Wollen Sie einen Appell an die Zuschauer richten oder jemanden grüßen? Das können Sie jetzt machen. Also alle Kunden und Patienten der Stadtapotheke in Eisenach, die grüße ich hiermit. Der Dr. Kleist Apotheke. Ich bedanke mich recht herzlich. Gerne geschehen. Viel Spaß in Eisenach noch. Ja, informieren Sie gut die Bevölkerung Deutschlands über die Stadt Eisenach und heuchen Sie mal hier. Das ist auch russisch. Sto?
Doch, das war nix. Ja. Dein Telefon ruft dich hier. Dobrý den. So, Dobrý den. Guten Tag, hallo. Jo. Tschüss. Tschüss. Ich, ja, aber ich meine, Sie jetzt nicht erwollen habt. Ich bin hier gerade unterwegs da mit dem Tante-Team. Tschüss.